So, herzlich willkommen zum Thema Dual Diploma, Highschool-Abschluss, USA. Ist das was für mich? Schaffe ich das? 2 Schulabschlüsse auf einmal? Das ist unser Thema heute und das ist ein relativ neues Programm. Wir freuen uns, euch das vorzustellen. Ja, vielleicht einfach mal so ein paar Sachen, bisschen Background-Info zu uns. John Lazaridis und Katja Liebau, wir kommen von der Inlingua-Sprachschulgruppe und bilden einen Teil des Dual Diploma Germany Teams. Das ist ein relativ neues, junges Team. Das Programm gibt es in Deutschland seit 2 Jahren und wir sind sozusagen die deutsche Vertretung dieses amerikanischen Programms. Es ist mal ganz interessant zu erfahren, woher ihr kommt und ihr kennt euch ja vielleicht auch alle so ein bisschen mit Zoom schon aus und wisst, dass es hier so einen Chat gibt. Und wenn ihr mögt, schreibt doch einfach mal rein, woher ihr kommt, aus welchem Bundesland und welche Schulklasse ihr seid. Das wäre für uns immer ganz interessant zu sehen. Da können wir so ein bisschen unser Programm dann auch zuschneiden. Das Programm, das wir hier vorstellen, ist zielt auf die Altersgruppe 14 plus. Und wir haben Schüler in dem Programm in der Regel von Klasse 9 bis 11, ist so das Startjahr. Und lasst uns doch einfach mal wissen, in welchem Schuljahr ihr seid und wo ihr herkommt, ob ihr auf dem Gymnasium seid oder so. Das wäre ganz interessant für uns einfach mal zu wissen. So, 10. Klasse. Dankeschön. Super, okay. Dann sieht es langsam. 11. Okay. Niedersachsen. Okay. Scheint eine bunte Mischung zu sein. Berlin ist auch dabei mit Mutti. Okay, super. Okay, das passt ja ganz gut. Dann würde ich jetzt mal so ein bisschen einsteigen in die weiteren Details vom Programm. Also das heißt Dual Diploma. Dual bedeutet 2, also 2 Schulabschlüsse absolviert man in diesem Programm. Und wir wollen heute so ein bisschen vorstellen, wie das aufgebaut ist und wie man das bewältigen kann. Ich hoffe, ihr seht alle die Bildschirmpräsentation. Das wird im Ganzen so, denke ich mal, 20, 25 Minuten dauern. Und wir stellen euch auch im weiteren Verlauf noch genau die Lernplattform vor, auf dem das Programm aufgebaut ist. Was ist Dual Diploma konkret? Das sind 2 Schulabschlüsse, die man parallel absolviert. Wir haben hier Schüler aus Deutschland. Im Wesentlichen zählen zu dem Programm aber auch noch ganz viele andere Schüler. 15.000 weltweit und die absolvieren alle den amerikanischen Highschool-Abschluss parallel zu ihrem Heimatabitur sozusagen. Die Zentrale, von der aus alles gesteuert wird in diesem Programm, die ist in Miami, Florida in den USA und insgesamt gehören zu dem Programm mehr als 170 Partnerschulen weltweit. Das heißt, aus all diesen Schulen nehmen Teilnehmer in dem Programm teil. Und die sind in dem Programm über 2, 3 oder 4 Jahre sozusagen fest integriert. Dieses Programm Dual Diploma gibt es seit über 10 Jahren. Das hat damals ganz klein angefangen mit 7 Schülern in Spanien. Und inzwischen ist es eben sehr groß gewachsen mit 15.000 weltweit. Und wir sind der Ansprechpartner für alle deutschen Teilnehmer in diesem Programm. Wir sind das Dual Diploma Germany Team. Für wen ist das Programm eigentlich geeignet? Moment, das muss ich nochmal zurück. Das Programm bietet sich an, wenn man Spaß am Englisch lernen hat. Denn ihr könnt euch schon denken, dass das ganze Programm so aufgebaut ist, dass der gesamte Unterricht auf Englisch stattfindet. Und wenn Englisch euer Lieblingsfach ist oder ihr mit Englisch später mal was beruflich oder im Studium machen wollt, dann ist das Programm eigentlich perfekt, weil es sozusagen vom ersten Tag an auf Englisch alles stattfindet, der Unterricht in der Klasse, die Zusammenkünfte mit den Lehrern, die Lernplattform, das ist alles auf Englisch. Und wenn man einsteigt mit dem Sprachniveau B1, da komme ich später noch dazu, das wird man dann bis zum Ende des Programms auch perfektionieren. Also dadurch, dass man eben den gesamten Unterrichtsstoff auf Englisch hat, selbst Englisch redet, verbessert man das natürlich enorm. Das ganze Programm ist auch perfekt, wenn man sagt, ich will so ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken. Ich habe Interesse an anderen Kulturen, an anderen Mitschülern, gucke, wie die lernen, sich austauschen. Dafür ist es super. Und man sammelt natürlich im Programmverlauf Pluspunkte auch für seine eigene Bewerbung. Also man festigt sich im Programm selber, man lernt in den Fächern dazu, man lernt sich selber zu organisieren und am Ende hat man eine ganze Menge Pluspunkte und Vorteile, die man aus dem Programm mitnimmt
Und es erscheint natürlich auf dem Lebenslauf der zweite Schulabschluss. Das ist ganz wichtig. Also man hat dann einen richtig vollwertigen amerikanischen Highschool-Abschluss am Ende. Wichtig für das Programm ist, weil man sich ja denken kann, es ist so ein bisschen zeitlich, muss man da sich engagieren, 3 bis 5 Stunden die Woche. Wichtig ist eben diese Eigenmotivation, eine ganze Menge Neugier, Engagement, sich einbringen in die Klasse, ins Programm selber, sich neuen Lernformaten öffnen, das ist wichtig. Und ehrlich gesagt, das bringen die meisten Schüler in unserem Programm eigentlich alle mit. Die sind hoch engagiert, gehen da rein, brauchen ein paar Wochen, um sich einzuleben und dann geht es richtig los und es macht total viel Spaß. Wir zeigen euch später auch noch genau, wie die Lernplattform aufgebaut ist. Level of English hatte ich schon mal angerissen, ist B1. Wer so diesen europäischen Referenzrahmen kennt, das sind gute Mittelstufenkenntnisse, die man hier ungefähr nach der Klasse 8 erreicht. Klasse 8, 9. Wir haben viele Schüler, die sogar schon besser sind, mit B2 einsteigen. Das ist auch okay. B1 ist sozusagen das Minimum, was wir ansetzen. Und wir haben sogar dafür so einen Vorab-Selbstcheck-Test. Bei der Inlingua-Sprachschule kann man den machen auf unserer Webseite online. Da gibt es auch übrigens eine Verlinkung von dieser Expolingua-Webseite, von der Messe-Webseite, auch diesen Sprachtest. Da kann man den machen für sich selber einfach mal. Und in der Regel schafft man locker B1. Wir werten den Test immer so innerhalb von 1, 2 Tagen aus, und so dass man selber so eine Sicherheit hat: Mensch, bin ich gut genug? Ja, kann ich schaffen? Und wir werten das dann nochmal zu Programmbeginn, wenn das Programm anfängt, das Duodiploma anfängt, gibt es nochmal einen Einstufungstest von der Akademikerorganisation selber, den man dann eigentlich beruhigt schafft, wenn man hier schon mal den Vorabtest ganz gut gemeistert hat. So. Jetzt würde ich mal schauen, ich weiß nicht genau. Das ist jetzt schon Detailwissen zum Programm. Welche Schulfächer macht man da? Das sind so die normalen Fächer, die man auch machen würde, wenn man so ein Austauschjahr absolviert. Englisch sind es 2 Kurse, also insgesamt sind es 6. 6 Kurse über die gesamte Programmdauer. Ich habe das jetzt hier mal aufgeschrieben. 2, 3 und 4 Jahre. Auf der linken Seite sind die Programmvarianten. Das kann man selber auswählen, welche Dauer man möchte. Und innerhalb von diesem Gesamtzeitraum absolviert jeder 6 Fächer. Bei den 2-Jahres-Programmen sind die ein bisschen gerafft. Da hat man in jedem Jahr 3 Fächer. Bei 3 Fächern würde sich das ein bisschen weiter auseinanderziehen. Dann hat man in jedem Jahr 2 Fächer, also exakt in jedem Semester 1. Und bei dem 4-Jahres-Programm ist es noch ein bisschen länger gestreckt. Da hat man im ersten Jahr nur ein Fach mit einem halben Credit jeweils und insgesamt dann 4 Jahre Programmdauer. Diese Schulfächer, die belegt jeder im Prinzip gleich. Diese Pflichtfächer sind immer 2 Kurse Englisch, wobei die unterschiedlich sein können vom Niveau her, je nachdem, wie wir euch einstufen am Anfang. Dann gibt es einen Kurs amerikanische Geschichte und einen Regierung und Wirtschaft. Und jetzt kommt das Tolle an dem Programm: Es gibt zusätzlich zu den 4 Pflichtfächern 2 Wahlfächer, die man selber aussuchen kann. Das sind Fächer, die an der deutschen Schule in der Regel nicht angeboten werden und die man hier einfach schon so ein bisschen aussuchen kann, in welche Richtung man später gehen möchte, was man später studieren möchte oder was einen persönlich interessiert. Der Renner momentan sind gerade Life-Management-Skills. Da wird der John euch auch gleich noch sozusagen eine Mini-Probestunde absolvieren lassen. Und Global Studies ist ganz beliebt, aber auch Psychologie, Kriminologie. Und es gibt auch für Leute, die später vielleicht echt in die Richtung gehen wollen, in den USA oder amerikanischen College zu studieren, gibt es so eine College-Test-Vorbereitungskurse, wo man eben dann auch schon für diese Aufnahmetests fit gemacht wird. So, jetzt habe ich eine ganze Menge erzählt. Hier oben links ist nochmal der Einstieg ins Programm. So sieht die Oberfläche von der Lernplattform aus. Und ich glaube, John, jetzt, wenn wir das hinkriegen, switchen wir jetzt mal rüber, dass John sozusagen mal reinschnuppert in so eine Stunde Live-Management. Dankeschön, Katja. Okay. So, first of all, let's switch languages. Time to put your English hat on and start thinking English. So, hello, my name is John Lazaridis, and I'm responsible for all things pedagogic for dual diploma here in Germany. I'm an English teacher, but I won't be one of the dual diploma teachers. The dual diploma teachers come from the US. They live and work in the US. I live and work in Leipzig here in Germany.
So, first of all, I want to hear a little bit from you in chat. Tell me, what's your favorite subject at school? I would like, if you could, in chat, write, what is your favorite subject? So we've got chemistry, okay, maths, good. Maths and English. Okay, English or Spanish? English. So we've got some languages. Good. So we've got some hardworking and motivated students. Psychology. Ah, very good. And tell me a little bit about, we're going to talk a little bit about setting goals. Do you like setting goals? Are you the type of student who says, I will study 1 hour a day and I will get a good grade for my next biology exam? Are you the type of student to set goals? You can give me a yes or a no or a maybe or a sometimes. Okay. Right? Sometimes? Okay. So I have a little goal. My goal is to go jogging twice a week because I want to run a half marathon in July. That's a little goal of mine. Now, what's interesting with dual diploma is you can do subjects where you can practice skills like this. For example, setting goals. I'm going to share my screen. Works. Good. So here we are, and this is what the dual diploma program looks like. It's an online program. Here on the left, you will always see your courses, what subjects you're doing. We can see a couple there. You will have a to-do list. This is a handy place for you to see what are your next assignments, what do you need to do. In the activity stream, you will see what you've done, what your grades were, and sometimes you have a chance to resubmit an assignment. But let's go to the courses. And I want to look at one, which is life management skills. So life management skills is a subject that prepares you to make good and positive decisions in your life. So it's not just a subject where you're learning facts, but you're learning skills to help you in life. One of these skills is setting goals. Let's look at the assignment for setting goals. I can make this a bit bigger. Would anybody like to write in chat, maybe if they have a goal at the moment? You can write a few words or a sentence. Tell us if you have a goal. Because one thing you will learn in life management skills is how to write a goal. What is a goal? Long-term goals, medium-term goals, or short-term goals. Just going to come out of here. Anybody brave enough to write a goal? You would learn how to make your goal SMART. Is your goal specific? Is your goal measurable? Is it achievable?
Is it realistic or do you have a timeline? And a typical assignment for this would be for you to write a short-term goal, a medium-term goal, or a long-term goal. And these are things that are important for you, specific for you. And this is just a small example of the type of activities. Is anybody, so we've got some goals, read at least an hour every day. It's great. Would that be a SMART goal? Is it specific? Is it measurable? Is it realistic? Is there a timeline? So we will practice in this subject how somebody could set goals for them that then they can try to achieve. We've got somebody improve my English skills. That's great. But we'd also look at how we can make that a SMART goal. What could be the action plan? What could be the timeline? This is just a little Probestunde, a little snippet into our program. I'm going to switch back to Katja Liebau, and she can continue. But if you have any questions, put them in chat. And I'll try to follow the chat and answer them. Also, we will have a chat room with a Zoom link, so you can come and ask us questions after the presentation. Katja will explain more, but goodbye for me for now. I'll be here if you have any questions. Okay. John, just a question. In the meantime, while I continue talking, would you be able to insert the follow-up, the chat room link in this chat here? Yeah. Perfekt, okay. Also kleiner Einschnitt noch von mir an der Stelle. Wir haben am Ende beziehungsweise nach dieser Präsentation die Möglichkeit, wir haben eine Stunde noch einen Chatroom, wo ihr uns besuchen könnt sozusagen. Das wird eine offene Diskussion sein. Das ist ein separater Link, der jetzt im Chat steht. Wenn ihr Fragen habt, da zuhören möchtet, wie auch immer, bitte mal diesen Link hier schon kopieren. Das wird ein separates Zoom-Meeting sein, was wir im Anschluss hier sozusagen dann eröffnen und dann eine Stunde da sein werden für alle Fragen. Ich setze jetzt mal fort an dieser Stelle. Ihr habt jetzt gerade diese Probestunde mit John gehabt. Das war der sozusagen ein kleiner Einblick in diese Lernplattform, die zum Programm dazugehört. Und das Programm ist aber nicht nur die Lernplattform, sondern das lebt natürlich auch von dem, von allen anderen Bestandteilen. Wie sieht der Unterricht konkret aus? Also das ist einmal die Live-Klassen. Das sind die Zusammenkünfte mit dem Lehrer und der ganzen Schulklasse. Das ist jeweils nach Fächern sortiert, so wie auch an einer deutschen Schule. 20, 25 Kursteilnehmer, manchmal auch weniger, sind in den Live-Klassen und die treffen sich etwa alle 3 Wochen. Die finden über Zoom statt und teilweise auch über Skype und sind direkt dann mit dem jeweiligen Fachlehrer. Es wird auch so sein, dass jeder von euch am Anfang einen sogenannten Tutor zugeteilt bekommt, den er oder der Lehrer, die Lehrerin wird euch jeweils bis zum Programmende dann immer begleiten. Es gibt diese interaktive Unterrichtsplattform, die ihr gerade kennengelernt habt und ihr habt gesehen, die ist so aufgebaut, dass ihr jeweils alle eure Fächer dort jeweils auf diesem Dashboard findet. Und das ist dann, die einzelnen Fächer sind dann jeweils noch untergliedert in diese Module bzw. Lessons, da wo ihr, habt ihr sicher John sozusagen auch folgen können, dem Faden, runtergebrochen dann in Einzellektionen. Und da ist ein Teil, der mit den Lehrern gemeinsam absolviert wird und auch Teile in der Zwischenzeit zwischen den Live-Klassen, die ihr selbst absolvieren könnt. Und das ist sehr lebhaft gehalten. Das besteht nicht nur aus reinem Text, sondern da sind auch Videos, da sind geschichtliche Einschnitte, aktuelle Bezüge dabei, interaktive Übungen. Und es wird auch auf dieser Lernplattform, gibt es die Sektion, wo ihr die Assignments, eure Hausaufgaben hochladet. Und das wird dann auch immer genau erklärt. Und die Lehrer melden sich dann in der Regel innerhalb nach ein paar Tagen.
Ich sehe gerade im Chat, sind die Live-Klassen verzichtend? Ja, also das ist eigentlich eine ganz einfach zu beantwortende Frage. Die sind verpflichtend, aber der Vorteil in diesem Programm ist, dass die natürlich nachmittags stattfinden, so dass ihr sie nach eurem Unterricht an der deutschen Schule absolvieren könnt. Das wird so sein, dass ihr ganz am Anfang einen kompletten Semesterplan bekommt. Und da könnt ihr schon sehen, genau in welchen Wochen bzw. an welchen Tagen genau die Live-Klassen stattfinden. Die sind von der Zeit her immer in den späten Nachmittag oder frühen Abendstunden, sodass ihr das euch einteilen könnt und das sozusagen organisieren könnt, dass ihr es schafft, dabei zu sein. Das würden wir in jedem Fall auch immer empfehlen. Die Live-Klassen sind ein Teil sozusagen der Zusammensetzung der Note, dass man dort teilgenommen hat. Und ein anderer Teil sind die Assignments und die Tests, die im Laufe des Jahres geschrieben werden. Das erklärt euch der Lehrer alles am Anfang. Solltet ihr aber trotzdem mal einen Termin nicht schaffen, ist das in dem Programm wirklich kein Problem. Ihr könnt einzeln mit dem Lehrer euch verständigen und dann sozusagen das nachholen. Das ist ein ganz großer Vorteil des Programms, dass das so flexibel ist. Ihr habt diese wenigen Termine oder diese zwar regelmäßig, aber Termine so, dass man sie wirklich einrichten kann. Und der Rest ist total flexibel und man kann sich, wie gesagt, immer mit dem Lehrer auch abstimmen. Es gibt zusätzlich zu diesen Live-Klassen, die verpflichtend sind, auch noch fakultative Diskussionsrunden. Die sind super interessant. Die kann man in jedem Falle empfehlen. Da gibt es immer Guest-Speakers. Ich habe gerade heute, hat John rumgeschickt, es kommt nächste Woche jemand vom FBI. Also das sind super interessante Sachen. Es war kürzlich jemand von Apple da, es war ein Astronaut da. Es sind immer super aktuelle Themen, die da behandelt werden. Das empfehlen wir eigentlich immer, dass man sich daran beteiligt und man kann sogar auch Noten dafür bekommen, die man sich dann auf seine Fächer anrechnen lassen kann. Darf ich ganz schnell? Ja. Wir haben noch 5 Minuten. Wir haben noch 5 Minuten. Ich bin kurz vor Ende. Ich mache ein bisschen schneller jetzt. Können wir den Meeting-ID für den Zoom-Chatroom erstmal? Soll ich das vielleicht nochmal vorlesen? Ja, vielleicht erstmal vorlesen. Weil ich muss jetzt gleich Tschüss sagen und wir sehen uns in dem Chatroom. Also die Meeting-ID nochmal, wer sich das sozusagen aufschreiben möchte, hier nochmal Meeting-ID 818-34-86-7986, Kenncode 12345. Einfach rüberkommen nachher, wenn wir hier nach einer halben Stunde werden wir hier abschalten und dann treffen wir uns drüben im Chatroom mit allen, die noch weitere Fragen haben. An der Stelle würde ich erstmal Tschüss sagen. Ciao. So goodbye everyone and we'll see you in chat or maybe call us anytime or visit our website. Okay. Bye, bye from me. Bye bye. So, ich mache noch weiter hier. Ich glaube, 2 Tafeln haben wir noch. Zusätzlich zu den Unterrichtsangeboten gibt es noch außerschulische Sachen, die man freiwillig mitmachen kann. Newspaper Club, das ist die eigene Zeitung, die zum Programm gehört. Das ist dann so, dass man da bei der Zeitung auch bei der Mitgestaltung und Veröffentlichung, das ist ein ziemlich umfangreiches Ding, wo sich viele einzelne Nationalitäten auch jeweils mit einbringen und dann vorstellen. Das kann man mitmachen als Arbeitsgemeinschaft sozusagen. Dann gibt es AWE Amici, das Brieffreundschaftsprogramm mit US-Schülern, mit so einer 1-zu-1-Verbindung. Es gibt Live the Learning Program, da gibt es auch Diskussionsrunden mit Fachleuten, auch für mit Karriereplanern, Berufs- und Hochschulberatung. Es ist jetzt in Arbeit sogar ein Alumni-Programm, wo ehemalige Teilnehmer selber erzählen, wie sie weitergegangen sind in ihrem Studienweg und ein paar Tricks und Kniffe verraten für die College-Bewerbung. Und dann gibt es noch Edmodo und den Social Media Club, wo sich auch verschiedene Nationalitäten dann auf Lernplattformen und weiteren Plattformen austauschen können. Das sind alles Dinge, die freiwillig sind, die man dann einfach entscheiden kann. In der Regel werden die ab dem 2. Schuljahr hier im Programm angeboten und da kann man einfach beitreten. Dann haben wir hier nochmal zusammengefasst, was hat man eigentlich von dem Programm? Ich hatte das am Anfang schon mal aufgeführt. Also Englisch wird sich verbessern auf jeden Fall durch diese Kommunikation auf der Plattform, in den Klassen, mit Lehrern und Mitschülern. Ihr werdet an Persönlichkeit und Reife gewinnen. Das ist ähnlich, wie wenn man so ein Austauschjahr macht, wenn man sich hier, das ist komplettes Neuland, bis man sich da sozusagen gut eingearbeitet hat.
selber auch seinen Fortschritt ständig sieht. Man geht da schon wirklich selbstbewusst auch aus dem Programm raus und sammelt natürlich Pluspunkte für seinen Lebenslauf. Für viele ist auch dieses der Umgang mit der Lernplattform nochmal eine Herausforderung, aber auch das lernt man. Da sind die Lehrer auch jeweils euch zur Seite gestellt und helfen auf dieser Lernplattform und eben Assignments einreichen und so weiter. Dann eigene Kreativität und eigene Interessen werden verwirklicht durch dieses Wahlfachangebot, was wir hier in dem Programm haben. Man sucht sich, wie gesagt, von diesen Wahlfächern zwei raus und hat dann eben auch spezielle Lehrer, die diese Fächer da unterrichten. Wir haben einige Schüler, die jetzt dieses Programm auch gerade im Moment machen als Alternative zum Auslandsjahr. Wenn euer Wunschjahr nicht funktioniert durch Corona oder generell das nicht möglich ist, ist das vielleicht eine gute Alternative, trotzdem internationale Luft zu schnuppern sozusagen und eben eine Highschool auch von innen kennenzulernen. Nur zwei. Nein, es gibt keinen Unterschied bezüglich der Jahre. Der Schulabschluss an sich ist immer gleich. Es ist so, dass insgesamt 6 Fächer absolviert werden. Nur diejenigen, die das in 2 Jahren machen, da ist es zeitlich mehr gerafft. Und die 4 Jahre sozusagen sich dafür Zeit nehmen, da ist es ein bisschen zeitlich entzerrt. Das schlägt sich nieder so ein bisschen in dem wöchentlichen Aufwand, den man hat. Diejenigen, die das lange Langzeitprogramm machen, haben so einen Aufwand von 2-3 Stunden die Woche. Bei denjenigen, die das intensivere machen mit 2 Jahren, sind es so 6 Stunden die Woche. Und das Programm in der Mitte, das Dreijährige, wird unter anderem am meisten sozusagen besucht. Die haben so 3-4 Stunden Zeitaufwand pro Woche für ihr Fach. Man kann das aber, wie gesagt, auch schieben. Wir hatten jetzt Schüler, die haben intensiv in den Ferien was gemacht, hatten dann mal ein paar Wochen sozusagen Ruhe, konnten sich dann der deutschen Schule wieder intensiver widmen. Das kann man für sich selber alles ausprobieren und seinen eigenen Rhythmus dann nach und nach finden. Ich komme mal noch mal zur nächsten Folie. Das sind die Starttermine. Also 2-mal im Jahr fängt es an. Herbstsemester fängt immer im Oktober an. Dieses Jahr ist der 11. Oktober. Es gibt eine Aufnahmeprüfung Mitte September. Das wird ein Online-Test sein. Je nachdem, wenn wir mehrere Schüler von einer Schule hier in Deutschland haben, fassen wir die zusammen und die machen den Test an eine Schule. Das ist ein Englisch-Test. Sind, glaube ich, 75 Fragen. Da hat man 90 Minuten Zeit. Und der findet immer 3 Wochen vor Semesterbeginn statt. Wir hatten da noch nie Probleme, dass das Schüler nicht geschafft haben. Das ist eine Einstufung nochmal für die amerikanische Seite, dass die wissen, in welche Klassen die Schüler sozusagen eingestuft werden. Anmeldeschluss für das Programm mit dem Herbststart ist Mitte Juli. Und dann kann man 2, 3 oder 4 Jahre Dauer angeben. Es ist so ein bisschen gestaffelt. Wir haben die jüngeren Teilnehmer, die mit 14 anfangen, die buchen in der Regel das 4- oder das 3-Jahres-Programm. Die ein bisschen älter schon sind. Wir haben auch Teilnehmer, die in der 10. oder 11. Klasse anfangen. Die buchen in der Regel das 2- oder 3-Jahres-Programm. Wir passen das immer so ein bisschen an, dass ihr eben zeitgleich mit dem Abitur fertig seid. Beziehungsweise, wenn wir ganz viel Zeit haben, können wir auch quasi so zurückgehen, dass ihr erst das amerikanische Diploma, sozusagen die amerikanische Seite abschließt und dann noch ein Jahr in Deutschland übrig habt, um das letzte Abi-Jahr in Deutschland zu absolvieren. Das ist sozusagen die günstigste Variante, weil dann habt ihr hier genügend Zeit für euer Abi-Jahr. Aber auch beides parallel funktioniert. Also auch wenn man sagt, okay, ich steige hier in Klasse 11 ein, Klasse 11 und 12 macht 2 Jahre, ich schließe in Deutschland auch mal Klasse 12 mit dem Abi ab. Auch das funktioniert. Wir sind auch immer zur Seite. Wir überwachen quasi euch regelmäßig. Wir bekommen Zeugnisse zwischendurch, so alle 2, 3 Monate bekommt auch, also John ist sowieso immer als Program Director im Hintergrund und wir bekommen auch für alle Schüler regelmäßig die Zeugnisse in Kopie gesendet. Die findet ihr im Übrigen selber auch in eurer Lernplattform. Das ganze Semester ist so aufgebaut, dass ihr immer wieder Aufgaben habt und ihr seht, wie eure Note quasi immer wächst, wie gut ihr im Stoff steht und wie gut ihr in der Zeit liegt. Und wir haben im letzten Semester kamen fast nur über 90-95% Achievement. Das sind alles super gute Noten, die Schüler momentan da gerade erreichen. Ihr könnt das auf eurer Lernplattform sehen. Auch die Eltern bekommen Zugang zu dieser Plattform und können sehen, wie ihr steht. Und wenn es mal irgendwie Probleme gibt, irgendwas zu schieben ist, zeitlich wie auch immer, bitte immer euren Lehrer kontaktieren, uns kontaktieren. Wir finden da eigentlich immer eine Lösung.
Es gibt dann noch einen weiteren Einstiegstermin, der möglich ist. Der nennt sich Jumpstart. Da springt man so ein bisschen rein. Das wäre dann immer ab Februar. Das ist jedes Jahr so in der ersten, zweiten Februarwoche der Start. Und da hat man dann, wenn man die Programmdauer zusammenrechnet, so ein Programm mit einem halben Jahr. Also die Teilnehmer, die im normalen Dreijahresprogramm sind, die machen im Jumpstart 2,5. Die beeilen sich quasi im ersten Semester ein bisschen. Beziehungsweise gibt es da noch die Variante 3,5 Jahre. Da würde man zeitgleich mit denen fertig sein, die das Vierjahresprogramm ab Oktober machen. Das ist auch möglich. Da hatten wir jetzt im letzten Jahr genauso viel Starten wie auch im Oktobersemester. Das ist für uns ist das gleich. Ihr springt quasi so zwischendrin rein im Schuljahr und beendet mit den anderen zeitgleich dann euer Programm. Das Semester dauert immer 5 Monate. Das fängt im Oktober an, geht bis Mitte Januar, dann ist eine ganz kurze Pause Winterferien und geht im Februar weiter bis Ende Mai. Ende Mai ist sozusagen, das ist mal die letzte Maiwoche, ist Semesterende und dann kommen relativ lange Sommerferien, wo ihr auch keine Aufgaben habt. Abschlussprüfungen sehe ich hier gerade. Nächste Frage, jawohl. Also die Abschlussprüfungen sind bei Weitem nicht so umfassend wie in Deutschland. Man hat in jedem Semester ein Midterm-Exam. Das gibt es dort auch an jeder Highschool, ist das üblich. Das ist so eine kleine Zwischenprüfung in der Mitte vom Semester, wo der Stoff abgefragt wird, der bis dahin dran war. Und dann gibt es das sogenannte Final-Exam. Das ist immer in der vorletzten Semesterwoche. Das ist eine Abschlussprüfung. Das ist in der Regel immer Multiple-Choice und einfacher zu bewältigen als so eine umfangreiche Prüfung in Deutschland. Da wird im Prinzip der Stoff des letzten Semesters nochmal abgefragt, den man dann aber in der Regel im Kopf hat sozusagen. Also das ist nicht schwer, sich darauf vorzubereiten. Die Prüfungen sind nicht so schwierig wie in Deutschland. Und man hat dann mit dem Semester das Fach auch abgeschlossen. Das kommt dann nicht mehr wieder im nächsten Semester, sondern das Fach ist dann quasi beendet. Man hat den Credit bekommen, der dann zählt für die Endnote. Jetzt muss ich erstmal schauen auf unsere Uhr. Oh, wir sind schon ein bisschen drüber. Wahrscheinlich werde ich gleich ausgeschalten. Hier nochmal die Gebühren, die könnt ihr im Übrigen auch nachlesen bei uns auf der Webseite, das zeige ich am Ende nochmal. Es gibt, die Programmgebühren sind so ein bisschen aufgeschlüsselt, je nachdem, welche Programmdauer man hat. Die Eltern bekommen diese Semesterrechnung jeweils zur ersten Woche im Oktober bzw. im Februar, erscheint dann in dem Lernportal jeweils die Rechnung für die Eltern. Das ist dann variabel, je nachdem, welche Programmdauer man hat. Ich sage mal so ganz grob zwischen 800 und 1000 Euro pro Semester ist der Preis. Und der wird jeweils dann direkt an die amerikanische Organisation überwiesen. Per Kreditkarte bzw. Überweisung ist das möglich. So, jetzt glaube ich, bin ich am Ende. Genau, wie habe ich die Anmeldeschritte noch mal kurz? Also das Anmeldeprozedere ist relativ easy. Es gibt ein Anmeldeformular auf unserer Webseite, das hat 3 Seiten. Da erfassen wir im Prinzip eure Daten, eure Klassenstufe, die Schule wird genannt. Wir informieren auch eure Heimatschule darüber, dass ihr teilnehmt, damit die so ein bisschen Bescheid wissen, dass ihr ein bisschen zusätzliches Lernpensum habt. Wir machen dieses Webinar hier als Infosession für alle, die noch nicht angemeldet sind oder die schon angemeldet sind vorher. Ja, ich weiß, wir fliegen jetzt raus. Die Schritte nochmal und wir können uns auch im Chat nochmal treffen. Ich hoffe, ihr habt euch den Chat kopiert und wir sehen das gleich. Okay, alles klar. Würde dann weitergehen. Ich schließe das nochmal ab. Anmeldeschritte, Aufnahmeprüfung und es geht los im Oktober oder im Februar. Alles klar, wir sehen uns gleich im Chat, wenn ihr mögt. Ich bin dann drüben und gehe jetzt hier erstmal raus. Super. Vielen, vielen Dank für alle, die da waren. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, beziehungsweise wenn Fragen sind, bitte auch uns kontaktieren. Internet, E-Mail, Dual Diploma Deutschland. Okay, tschüss. Bis nachher. Tschüss.